Ungefähr 16 Flugstunden trennen die Städte Hannover und Blantyre. Eine weite Reise. Anlass ist die 50-jährige Partnerschaft beider Städte. Ein Jubiläum, das bereits diesen Sommer mit dem Bürgermeister Blantyres Wilton Depot in Hannover gefeiert wurde. Nun steht der Gegenbesuch an. Stellvertretend für OB Stefan Schostock reist Bürgermeister Thomas Herrmann gemeinsam mit einer Delegation in das ferne Malawi nach Afrika. Auf dem Programm der knapp einwöchigen Delegationsreise stehen eindrucksvolle, aber auch zum Nachdenken anregende Besuche, wie hier in einer öffentlichen Schule Blantyres. Über 4000 Schüler und Schülerinnen finden sich in völlig überfüllten Klassen wieder, oftmals aus Platzmangel in der prallen Sonne. Der Austausch macht strukturelle Probleme erlebbar, die sonst in der Presse so fern scheinen. Trotz dessen stimmen diverse aus Hannover geförderte Projekte zuversichtlich. Sei es eine vom Agenda 21 Büro unterstützte Pflanzaktion oder die lebendige Partnerschaft der IGS List und der malawischen Jacaranda School. Auch das Bewusstsein für Kunst soll gestärkt werden. Dazu trägt die hannoversche Weltmusikband Makatumbe im Rahmen des Blantyre Arts Festival bei. Für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit wird das Wasser- und Abfallmanagement in Blantyre an Bedeutung gewinnen. Vertreter von AHA und der Leibniz-Uni arbeiten bereits an entsprechenden Projekten. Den Grundstein für die Städtepartnerschaft legte die ehemalige Ratsherrin Dr. Lore Henkel bereits in den 60ern, indem sie jungen malawischen Frauen eine Ausbildung zur Krankenschwester in Hannover ermöglichte. Das stetige Engagement verschiedenster Vereine, wie dem Freundeskreis Malawi, füllen die Partnerschaft bis heute mit Leben.